zusammen. In meinem heutigen Video zeige ich euch, wie man aus einem alten Mixer, etwas Modelliermasse und Acrylfarbe eine schöne Halloween-Dekoration machen kann. Alles, was ihr dazu noch braucht, findet ihr wie immer unter meiner Videoanleitung. Und dann kann es losgehen. Um nicht ganz so viel Alufolie zu verbrauchen, habe ich mir altes Papier geholt und forme damit erstmal eine Grundform für oben auf den Mixer drauf. Einfach ein bisschen zusammenknüllen. Und den Rest dann mit Alufolie umwickeln, weil einfach die Modelliermasse eher besser auf die Alufolie drauf haften bleibt. Wenn man da eine kleine Kugel hat, dann kann das oben auf den Mixer drauf geklebt werden. Ruhig reichlich Heißkleber benutzen, weil die sollte schon etwas fest sein da drauf. Und damit die Kugel auch wirklich nicht verrutscht, noch eine Lage Alufolie drauf und das mit dem Heißkleber festkleben. Und da bitte vorsichtig. Mit dem Heißkleber wird die Alufolie schon sehr schnell sehr heiß. So, dann hatte ich mir überlegt für den Henkel, das wird ein alter Baum. Und der wird jetzt einfach mit Alufolie modelliert in kleinen Stücken am besten. Immer so kleine Stücke zusammenknautschen und dann gucken, ob die Form ungefähr passt. Einfach ankleben und ein bisschen zurechtdrücken, weil auch wenn die Alufolie jetzt nicht wirklich sehr umweltbewusst ist, aber zum Basteln ist eigentlich bis jetzt habe ich noch nichts anderes gefunden, was sich so schön modellieren lässt, so als Grundform. Also falls jemand eine Idee hat, kann er gerne in den Kommentaren schreiben. Für die Äste auch kleine Stücke Alufolie holen und die zu einem Strang drehen und dann einfach kreuz und quer an dem Stamm ankleben, ein bisschen rumdrehen noch. Das ist auch das Schöne daran mit der Alufolie, die kann man sich dann ein bisschen so hindrehen, wie man das gerne haben möchte. Also einfach nur die Alufolie etwas drehen und daraus Äste formen. Ja, und ein kleiner Pilz darf an dem Baum natürlich auch nicht fehlen. Und einfach ein Stückchen Alufolie so ein bisschen biegen, das soll ein halber Pilz werden. Dann ist eine Stelle ist ziemlich platt. Und oben der Hut und unten ein bisschen der Stiel. Der wird da noch festgeklebt. Thank you.
Ja, und wenn man mal zu viel Alufolie, also wenn das zu viel oder zu lang ist, kann man die auch gut zurechtschneiden und schneidet sich dann eben nur ein Stückchen das, was, also ein Stück, was man gerade braucht, zu. Mein Baum hat erstmal genug Äste. Jetzt kommt ein Fenster. Dafür auch ein. Einfach den Strang zusammendrehen. Zusammen, oben zusammen machen. Kann man auch ein bisschen mit Kleber, wenn das nicht alleine hält. Und einmal rundum Heißkleber dran und festkleben. Auch die Tür bekommt so einen Rahmen. Ja, und wenn, wie gesagt, wenn das ein bisschen zu groß ist, ist das gar nicht schlimm. Dann kann man das, was da übersteht, kann man abschneiden. Und aus dem Resten kann man nochmal ein paar kleine Äste drehen, einfach nochmal ein bisschen aufmachen und nochmal zusammen drehen. Und wenn man dann zufrieden ist mit seiner Grundform, so sieht meine aus, dann muss man auf jeden Fall noch den Deckel abmachen, weil da soll ja später noch eine Lichterkette mit reinkommen. Und wenn man den jetzt vergisst, dann klebt man ihn garantiert mit der Modelliermasse mit fest. So, und jetzt wird alles verkleidet mit der Modelliermasse. Also für diesen Mixer hier habe ich 3 Pakete gebraucht und ich kaufe mir die Modelliermasse in meinem Axiom. Die ist eigentlich da recht günstig und die ist nicht besser oder nicht schlechter wie irgendwelche anderen Modelliermassen. Und man kann das alles mit Eimer machen oder man lässt es auch immer mal ein bisschen trocknen. Man muss nur aufpassen, wo man dann anfasst, dass man dann nicht immer in den Kram nochmal reinfasst, wo man jetzt schon Modelliermasse dran getan hat. Das Glas einfach ein bisschen verstreichen, das muss jetzt nicht so dick sein, aber schon so, dass man eben das Glas schon nicht mehr sieht von außen. Und als Hilfsmittel könnt ihr auf jeden Fall so eine Modellierstäbchen holen. Ich habe hier welche, die benutzt man eigentlich für den Kuchen, aber die sind auch super für mit Modelliermasse zu arbeiten. Und weil ich es schöner finde, wenn immer die Tür so im Ganzen so ist, mache ich mir also die Tür extra mit dem Stück und setze die dann so ein. Ich finde, dann kommt die immer ein bisschen schöner raus. Und einfach die Ränder ein bisschen verstreichen. Und alles gut festdrücken, damit das auch wirklich kleben bleibt. Thank you.
Ja, ich habe neues Modellierwerkzeug und das ist ein bisschen anders wie das, was ich vorher hatte. Weil ein Stückchen ist mir von dem alten abgebrochen. Ja, und so richtig finde ich das Ideale noch nicht. Aber ja, muss man mal ausprobieren, was man alles da holen kann. Auf jeden Fall habe ich eins, das ist so geriffelt auf der einen Seite und das lässt sich, damit lässt sich super diese Holzmaserung machen. Einfach mehrmals über die Tür drauf und dann noch ein paar Striche und dann sieht das wirklich so ein bisschen wie so eine Holzbretter aus. Meine Türen bekommen immer so eine Steinmauer. Und natürlich noch einen kleinen Türgriff. Sollte der mal nicht halten, wenn es alles trocken ist, einfach mit Kleber nachher nochmal dran kleben. Und wenn man die Äste dann mit Modelliermasse verkleidet, dann kann man dann, wenn man den Ast fertig hat, den in die richtige Position biegen und so sollte der dann auch trocknen. Und gerade der Baum, der bekommt dann auch so eine Riffel wie das Holz mit diesem einen Modellierwerkzeug. Ja, und so wird nach und nach das ganze Häuschen mit Modelliermasse verkleidet. Und für das Dach, da könnt ihr einen dann so einen halben Pack Modelliermasse ausrollen. Also ich habe jetzt andere Modelliermasse, aber das war einfach, weil das Paket noch offen war. Also so ein größeres Fläche, eine größere Fläche ausrollen, ungefähr so 3-4 mm dick. Und dann kommt das oben drauf auf dem Dach und wird dann zum Kürbis modelliert. Also auch das schön festmachen. Und da muss man dann eben aufpassen, wo man anfasst, weil die andere Modelliermasse ja noch nicht trocken ist. Muss man also ein bisschen vorsichtig sein mit allen. Und damit man sieht, dass das ein Kürbis ist, das Dach, kommt hier noch mit so einem Modellierstab ein paar Furchen reingearbeitet und die Übergänge sollte man gut verstreichen, damit da später also wirklich keine Risse entstehen. Überhaupt muss man die Modelliermasse wirklich gucken, dass man das gut verstreicht, wenn man immer wieder neu ansetzt. Ja, je mehr man das alles verteilt und verwischt, umso weniger Risse hat man nachher, wenn die trocken ist. Ein Stückchen Stiel bekommt der Kürbis natürlich auch noch, dafür einfach mit so einem kleinen Handbohrer ein Loch machen und ein Stückchen Holz da reinstecken. Ich habe jetzt einfach so einen alten Schaschlikspieß
übergebrochen und das da oben reingesteckt. So, damit ist das Kürbisdach schon mal fertig und dann kann der Rest verkleidet werden. Und bei den Fenstern, wenn die vermodelliert werden, auf jeden Fall dann Glas da innen drin freilassen, damit man ja dann das Licht nachher im Inneren noch sehen kann. Ja, und wenn man dann alles verkleidet hat zum Schluss, dann muss das erstmal alles trocknen. So sieht das aus, wenn das trocken ist. Und dann sieht man schon, dann sind hier und da ein paar kleine Risse. Aber da holt man einfach ein bisschen Modelliermasse und verspachtelt das ein bisschen. Und dann geht es aber auch schon direkt weiter. Also das muss man nicht extra nochmal trocknen lassen. Und ich hole mir weiße Acrylfarbe und mische die mit demselben Teil Bastelkleber. Und dann wird das ganze Häuschen damit eingepinselt. Zum Teil ist es auch, weil die eine Modelliermasse ja ein bisschen grau ist, damit die Farbe nachher besser decken. Aber eigentlich ist das auch eher, dass wenn die Modelliermasse noch weiter trocknet und Risse haben sollte, dann hält dieser Kleber in der Farbe schon mal das Ganze gut zusammen. Und hier sollte man ruhig überall gehen, das bringt auch ein bisschen Stabilität nachher noch rein, gerade für die Äste, damit die auch wirklich richtig fest sind. Und während das Ganze trocknet, kann man noch ein paar kleine Kürbisse machen aus Modelliermasse, die man dann nachher zum Schluss noch ein bisschen zur Dekoration gebrauchen kann. Und da stecke ich einen als Stiel auch einfach ein Stückchen von diesem noch kleinen Holzstab rein. Und wenn man der ein paar gemacht hat, dann kann man die auch mit dieser Farbklebmischung einpinseln. Dann kann man die auch nämlich direkt verarbeiten. Ja, und dann kommen die Acrylfarben dran und da kann sich jeder ein bisschen austoben und kann das Häuschen nach seinen Wünschen anfärben. Thank you.
Ja, und wenn die Farben trocken sind, dann kann man seine Lichterkette da reinmachen. Ich habe sogar noch eine von Weihnachten, aber das stört ja jetzt nicht weiter. Es funktioniert aber. Und weil man die Schnur ja so draußen liegen lassen kann, könnte man sogar eine Lichterkette holen, die man an den Strom dran tut. Und weil mein Baum sich ein bisschen am Ende gehoben hat, schneide ich mir noch ein kleines Stückchen Pappe zu, klebe das da unter dem Baum und klebe da dann ein bisschen Moos und ein paar Kürbisse fest. Ja, und zum Schluss bekommt mein Häuschen noch einen Anstrich, das ist so Lack für extra für draußen. Das macht das Ganze wasserabweisend und ich finde auch, die Farben bleiben dann viel schöner erhalten und es ist wirklich richtig wasserdicht, da passiert nichts mehr damit. Ja, also ich finde auch, das Häuschen hat dann immer so einen schönen Glanz. Ja, und jetzt fehlt noch ein bisschen Dekoration. Ich habe mich für so ein Holzbrett entschieden. Da kommt das Häuschen drauf. Rundum noch ein paar Steine. Weil man es ja auch nicht festkleben kann, sonst kommt man an die Lampen nachher nicht mehr dran. Und dann holt man sich noch ein bisschen Dekoration. Also erstmal kommen die Kürbisse, die wir modelliert haben. Die können gut verteilt werden. Ja, und dann habe ich noch Watte, die so ein bisschen aussieht wie Spinnweben. Das wird in dem Baum verteilt. So richtig schön. Und eine dicke, fette Spinne habe ich auch noch gefunden. Die klebe ich dann wohl an dem Baum fest, damit die da nicht runterfällt. Ansonsten die Kürbisse habe ich jetzt einfach nur da so reingestellt und auch das kleine Krabbeltier, was da unten ist, das liegt einfach nur so drauf. Aber ja, ihr seht mal, was ihr alles habt an Dekoration, was ihr alles damit verwenden könnt. Und die andere Spinne, die bleibt dann einfach so da auf den Steinen drauf liegen. Und voilà, Licht geht auch. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr den gerne abonnieren. Ansonsten denkt dran, es kommt jeden Freitag kommt ein neues Video raus. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss.